Meine frühesten Erinnerungen habe ich von meinem 4. Lebensjahr. Damals erfand ich mir meine eigene Fantasiewelt. Liebevoll nannte ich sie das Wunderland. Meine Eltern fanden es gut. Allerdings mochten sie es nicht, wenn ich im Wunderland war. Dennoch mochte ich das Wunderland. Es war immer aufregend und es gab immer Neues zu entdecken. Die vielen Farben und Melodien verzauberten mich jedes Mal. Damals musste ich 3 Monate ohne einen Besuch im Wunderland auskommen. Es war frustrierend. Bereits nach einer Woche war ich wieder im Wunderland. Es verging wieder einige Zeit ohne das Wunderland. Wunderland fehlte mir. Es tat gut, mal wieder im Wunderland zu sein. Wenn wir bei Hans waren, hatte er immer etwas Gras für mich. Die Welt war viel leichter, wenn man sich zudrückt. Gegen Mitte des Schuljahres kam Hans mit einer neuen und besseren Droge zu mir. Er meinte, ich müsse sie probieren, es wäre der Hammer. Selbst hätte die Droge schon 2 Tage getestet. Das weiße Pulver durch die Nase. Und es war der Hammer. Die Welt begann zu verschwimmen und sich neu zusammenzusetzen. Ich war überglücklich. Es bildete sich das Wunderland. Es war wundervoll, wieder im Wunderland zu sein. Es war das erste Mal, dass ich im Wunderland eine Party hatte. Es ist unglaublich, wie entspannt man durch Drogen werden kann. Jedes Wochenende solche Drogenpartys. You could do anything.